Schön, dass Sie alle wieder nach der Pause fast vollzählig hier erschienen sind. Ich habe die Ehre, die nächste Rednerin vorzustellen. Wir wechseln wieder vom Englischen ins Deutsche. Das erlauben Sie mir bitte. Mein Name ist Regine Keller. Ich bin die weibliche Kollegin in dem Reigen der Professoren an der TU München. So viele Frauen gibt es nach wie vor nicht. Insofern ist es mir auch eine besondere Ehre, eine Frau vorzustellen, Undine Giesecke, die uns gleich in intime Verhältnisse, so ist der Titel, einführen wird. Das macht neugierig. Heute früh haben wir eine sehr schöne Bandbreite, glaube ich, schon geboten bekommen zwischen einer gesellschaftlich-soziologischen Sicht auf die Themen unserer Umwelt mit Dr. Achim Görres, der uns Mut gemacht hat, uns Hoffnung gemacht hat, dass vieles gar nicht so schlimm bestellt ist. Das ist jetzt erstmal, vielleicht könnte man das als Wissenschaftler als Zweckoptimismus bezeichnen. Und auf der anderen Seite uns mit den Realitäten unserer Gesellschaften konfrontiert hat und uns Wege aufgezeigt hat, wie wir uns mit den Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte auseinandersetzen können. Und wir haben den Naturwissenschaftler, Herrn Rebinaris, gehört, der uns die naturwissenschaftliche Sicht auf unsere ökologischen Fragestellungen auf unserem Globus aufgezeigt hat. Also eine Bandbreite, mit der wir Landschaftsarchitekten und Landschaftsplanern uns immer wieder konfrontiert sehen. Wir in einer Zwischendisziplin, die sich immer wieder sowohl mit den naturwissenschaftlichen als auch den gesellschaftlichen Herausforderungen auseinandersetzen, auch wenn wir selber keine Biologen sind oder keine Gesellschaftswissenschaftler sind, ist gerade unsere Disziplin immer in der Rolle, diese Vermittlung zu spielen zwischen diesen Disziplinen. Wir haben gestern Abend viel über Interdisziplinarität gehört und sind uns bewusst darüber, dass wir diese Rolle spielen müssen und sie auch annehmen müssen. Und auch gestern Abend wurde uns schon ins Stammbuch geschrieben, dass wir politisch agieren müssen, dass wir uns wirklich einsetzen müssen für die Belange und dass es nicht reicht, nur zu forschen und nicht reicht, nur zu bauen, sondern es auch politisch zu vertreten. Ich sage das deshalb, weil mit Undine Giesecke, die jetzt aufs Podium kommt, genau jemand kommt, der genau diesen Spagat seit vielen Jahren kann. Und ich glaube wirklich, das behaupten zu dürfen, dass sie es kann, weil sie eine vielgefragte, nachgefragte Wissenschaftlerin ist, die begonnen hat, nach ihrer wissenschaftlichen Ausbildung ein eigenes Büro ab 1987 zu betreiben, BGMR, in Berlin mit Partnern, wo es darum geht, das, was wir uns so ausdenken, tatsächlich auch zu bauen. Also das Bauen ist bei euch genauso wichtig wie das Konzeptionieren und in eurem Büro werden viele Maßstäbe adressiert in Stadtplanung, in Landschaftsplanung, in Landschaftsarchitektur, wo es um die Umsetzung von Projekten geht. Und das macht es so wertvoll, wenn so jemand wie Undine Giesecke dann ab 2003 an die Universität zurückkommt und so etwas auch lehren kann. Also für Studierende auch wieder herunterbricht auf einen Maßstab der Lehre, um zu vermitteln, wie geht das Ganze denn draußen in der Praxis? Aber auch gleichzeitig diese Fragen der Praxis wieder in die Wissenschaft zurückzuspielen und zu sagen, Moment, manche Dinge können wir in unseren Büros, wir beide wissen, wovon wir sprechen, nicht wirklich so tiefgründig erforschen, wie wir es gerne täten. Und Forschung gibt uns die Möglichkeit, Fragen über das hinaus, was Praxis von uns alltäglich abverlangt, stellen zu können und diese Fragen mit Studierenden und mit Wissenschaftlern zu ergründen und weiter zu erörtern. Wie gut sie das macht, sieht man an vielen Projekten, die sie seither verwirklicht hat. Ein großes Projekt möchte ich herausheben, das bereits 2005 begann und 2014 abgeschlossen ist, wobei deine Veröffentlichung jünger ist, über Casablanca, nämlich urbane Landwirtschaft als integrierter Faktor einer klimaoptimierten Stadtentwicklung am Beispiel von Casablanca in Marokko. Und du hast wirklich fast 10 Jahre lang dort geforscht und eben in diesem Fall auch wieder nicht nur geforscht, sondern wunderbarerweise sind Forschungsergebnisse in praktische Beispiele vor Ort umgesetzt worden und es gibt erste Ergebnisse, wie man handlungsorientiert Forschungsergebnisse an die Bürger vor Ort bringt. Also auch hier wieder der gesellschaftliche Aspekt. Wie funktioniert das, was wir herausgefunden haben, in der Gesellschaft und lässt es sich in Case Studies
in einzelnen Beispielen mit der Gesellschaft auch sofort umsetzen. Das sind wunderbare Beispiele, es gibt ein tolles Buch dazu, so ein dicker Wälzer, den es wirklich lohnt zu kaufen und zu lesen, um diese Forschungserfolge beurteilen zu können. Jüngsteres Projekt ist seit 2014 deine Projektpartnerschaft in dem internationalen BMBF-Forschungsprojekt Rapid Planning. Schnelles Planen, ne? Speed. Gemeint ist aber nachhaltige Infrastruktur-, Umwelt- und Ressourcenmanagementforschung für hochdynamische Metropolregionen. Das, was uns täglich begegnet, das, was uns täglich überholt, ehe wir Planer noch mal richtig irgendwo den Kopf schütteln können, haben manche Kolleginnen und Kollegen in der Planung, aber leider auch im Investment, vielleicht kommen wir da wieder auf die bösen Investoren von gestern Abend, das umgesetzt, was nur angedacht ist und noch nicht fertig gedacht. Und viele Dinge gehen viel zu schnell und viele Dinge haben gar nicht den Tiefgang, den man haben möchte und werden einfach umgesetzt. Und wie können wir Planer reagieren? Welche Instrumente müssen wir verändern, damit wir auf diese Schnelligkeit der Entwicklung reagieren können? Viele Fragen. Und Sie merken, viele Fragen, die für uns weiter Forschungsinhalt bleiben, weiter neue Fragen aufwerfen, die uns in der Zukunft beschäftigen werden. Das heißt, nicht nur die Themen der Vergangenheit aufzuarbeiten, sondern genau diese schnelle Entwicklung, die wir auch gerade bei Rebenares wieder gesehen haben, in ökologischen Systemen mitzubegleiten und darauf Antworten zu finden, auf dieses rapide Tempo. Ich freue mich sehr auf deinen Vortrag, Undine, dass du da bist, und it's your stage. Ja, ganz herzlichen Dank für die einleitenden Worte, die ich mir sehr gerne angehört habe. Revue passieren lassend, was Schwerpunkte meiner Arbeit gewesen sind. Aber ganz herzlichen Dank, dass München mich eingeladen hat, an diesem Jubiläum hier teilnehmen zu können. Da freue ich mich sehr und freue mich auch immer, die Kollegen hier in München insgesamt wieder zu treffen und mit ihnen weiter diskutieren zu können. 2056, als die Anfrage kam, habe ich gedacht, klar, machst du. Das ist ein Jahr, mit dem hast auch du zu tun, da würdest du 100 werden. Jetzt habe ich mich mit vielen Trends in Vorbereitung dieser Veranstaltung hier auch beschäftigt. Ich habe auch herausgefunden, dass die Zahl der 100-Jährigen rapide zunimmt. Ich gehe mal trotzdem davon aus, dass ich da nicht mehr dabei bin. Jetzt ist aber vor 2 Tagen eine Konferenzeinladung gekommen. 2050 is just around the corner. Das wäre mir dann auch wieder ein bisschen zu schnell. Also ich weiß, es kommt rapide, aber die ein oder andere Frage müssten wir auf dem Weg dahin, glaube ich, noch diskutieren. Und das habe ich ja auch in meinen Titel reingeschrieben, ich glaube, dass wir uns in manchen Punkten ein Stückchen weit neu sortieren müssen und etwas enger zusammenrücken müssen oder näher rangehen müssen an die Dinge. Und das habe ich versucht, mit dem Begriff der Intimität oder den intimen Verhältnissen zu fassen. Ich möchte insgesamt 6 Bemerkungen machen, manche etwas kürzer und manche etwas ausführlicher, die das betreffen, was ich meine, was wir auf jeden Fall im Auge halten sollten, wenn wir uns jetzt auf den Weg machen nach 2056. Und die erste Bemerkung, die ich machen möchte, betrifft den Prozess der Urbanisierung, den manche ja als planetarische Urbanisierung bezeichnen, weil wir jetzt eben die urbane Gesellschaft sind. Dieser Prozess ist ja auch einer, der noch nicht abgeschlossen ist, der noch weiter voranschreiten wird. Das wissen Sie. Es ist die planetarische Urbanisierung, anknüpfend auch an ein theoretisches Konzept, ja, was Henri Lefebvre schon in den 70ern entwickelt hat und was unter anderem von Neil Brenner wieder aufgenommen worden ist. Die Städte werden unseren Planeten dominieren, wenn vielleicht nicht in der Fläche, dann aber in dem, was sie an Prozessen auslösen und auch in dem, wie sie die Bevölkerung zusammenziehen.
Das wird 2050, für 56 gibt es da keine Zahlen, aber für 2050 wird das 60% der Weltbevölkerung sein, die in den Städten lebt. Und in Deutschland wird der Anteil auf 83% gestiegen sein. Ich glaube trotzdem, dass wenn jetzt auch manche Städte sich intensiv damit beschäftigen, dass sie jetzt schon die Bevölkerung zusammenziehen, und München gehört da ja auch in ganz intensiver Weise dazu, ich glaube trotzdem, dass es nicht die deutschen und nicht die europäischen Städte vorrangig sein werden, die wir dabei im Auge haben. Weil 60% der Weltbevölkerung heißt natürlich ja auch 60% der gewachsenen Weltbevölkerung. Und das heißt schlichtweg noch einmal, dass wir in den knapp 30 nächsten Jahren 2 Milliarden mehr Menschen im urbanen Lebensraum unterbringen müssen. Das ist eine Fragestellung, auf der gegenwärtig oder parallel zu uns hier gerade ja auch ganz, ganz stark um diese Fragestellung wird gerungen. Am anderen Ende der Welt in Quito auf der Habitat 3-Konferenz. Die versucht ja, die neue urbane Agenda, New Urban Agenda, für diese urbane Entwicklung zu setzen. Ich möchte da nicht vertieft auf eingehen. Wir alle wissen, glaube ich, dass diese sehr globalen Agenden auch immer nur sehr grob bleiben können. Ich finde trotzdem einen Aspekt enorm interessant und auch für das weitere Nachdenken extrem wichtig, der gegenwärtig durch die Presse gegangen ist als erste Ergebnisse von dieser Konferenz, nämlich die, die Forderung, dass die Städte gesagt haben, wenn wir die Räume sind, die die Zukunft gestalten, dann brauchen wir mehr finanzielle Handlungsspielräume und gibt uns einen Teil des nationalen Budgets direkt in die Hände. Das ist eine Forderung, einen Teil der Städte gewesen, dass sie bis zu 25% des nationalen Budgets direkt bekommen, um die Entwicklungen zu steuern. Ich glaube, dass es als Setzung und als Signal insofern ganz elementar ist, als dass es nämlich genau um diese Frage geht, wie kommen wir denn in einen Veränderungsprozess rein, also wie übersetzen wir neues Wissen auch in Veränderungen und welche Wege, welche Strategien, welche Instrumente brauchen wir für dieses in Aktion kommen von dem, was wir an Konzepten haben. Und da ist die Verkürzung sozusagen der Wege sicherlich eine elementare Komponente. Und sie steht in meinen Augen auch für so etwas, was ich als neue politische Geografien bezeichnen will, weil, glaube ich, die Art und Weise, wie Prozesse ablaufen auf unserem Planeten, sich ein Stückchen weit an neuen Bezügen und neuen Verknüpfungen orientieren, die sich vielleicht in unseren administrativen und politischen Systemen nicht so ganz abbilden. Also es ist klar auch eine Kampfansage ein Stückchen weit gegenüber die Rolle der Nationalstaaten in Bezug oder im Gegenüber zu den Städten. Also werden die Städte, auch das ist sicherlich ein Thema, was wir bis 2056 noch mehr diskutieren, werden die Städte die Entwicklungsmacher sein, nicht nur im realen physischen Entstehen, sondern auch in den politischen und finanziellen Rahmenbedingungen. Sie werden gewaltig wachsen und mit diesem theoretischen Ansatz der planetarischen Urbanisierung geht ja auch der Gedanke einher, dass eigentlich bestimmte Trennungen, bestimmte Kategorien, die wir haben, nämlich die Trennung zum Beispiel des ruralen und des urbanen Bereiches oder der ruralen und der urbanen Sphäre, dass diese Art von Trennungen eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr machen. Neil Brenner spricht stattdessen von den Urban Galaxies, also urbane Galaxien, die sich über den Planeten spannen. Und wir haben gestern Abend ja auch in den Bildern von unserem chinesischen Kollegen sehr eindringlich gesehen, wer genau hingeschaut hat bei den Vorher-Nachher-Bildern, wie schnell diese Städte manchmal auch wachsen können. Also wir werden urbane Galaxien haben. Trotzdem glaube ich, dass Wachstum und diese Wachstumsprozesse kontextbezogen sehr anders ablaufen und dass das auch von uns eine hohe Aufmerksamkeit fordert und auch ein Wissen darum, wie in den jeweiligen urbanen Kontexten die Wachstumsprozesse, die urbanen Veränderungen ablaufen.
Das heißt, die Kontextbezogenheit dieser Prozesse, und das rührt ein bisschen dann auch an Wissenschaftsfragen, die Kontextbezogenheit solcher Prozesse wird an Relevanz in meinen Augen ganz gewaltig gewinnen. Und wir haben es eben mit den sogenannten bösartigen Problemen zu tun. Diese Wicked Problems, die ja ein deutscher Wissenschaftler, Rittel, 1975, das ist dann jetzt auch schon 40 Jahre her, in die Vergangenheit geschaut, als solche formuliert hat. Und die gegenwärtig bei der Frage, wie gehen wir denn diese komplexen Fragestellungen an, auf einmal zu so einem Shootingstar werden. Ja, wir haben Wicked Problems, wir haben diese bösartigen Probleme des Wachsens, des Schrumpfens, des sehr unterschiedlichen Wachsens und Schrumpfens in unterschiedlichen kulturellen Kontexten. Und wir wissen gar nicht so ganz, wie wir sie in den Griff bekommen. Und wir diskutieren, dass wir mit ihnen umgehen müssen, aber dass wir im Grunde auch wissen, dass wir sie nicht lösen können. Das ist ein Paradox, was trotzdem nicht dazu führen sollte, dass wir handlungsunfähig werden. Also das heißt, wir wachsen und wir schrumpfen, wir verändern auch unseren Blick auf den ländlichen Raum. Und das sollten wir nicht aus den Augen verlassen, wenn wir um die Frage sprechen, dass wir eben in das Jahrhundert der Urbanisierung eingetreten sind. Die Bundesstiftung Baukultur hat letztes Jahr eine Untersuchung rausgegeben. Da hat sie gefragt, wo die Menschen denn am liebsten leben würden. Und das sehr überraschende Ergebnis war, dass 43% der Befragten am liebsten in ländlichen Gemeinden leben wollten. Jetzt habe ich noch keinen tieferen Blick in diese Studie geworfen. Es hat mich zumindest überrascht, dieses Ergebnis, sagen wir so. Trotzdem glaube ich, ist es ja vielleicht auch eine Resonanz auf das, was in den Städten passiert, oder auch eine Resonanz auf das, was wir im ersten Beitrag gehört haben, nämlich dieses, wie viel Wandel und wie viel Transformation vertragen wir denn und wie können wir damit umgehen. Und was ist aber unser Bild von dem ländlichen Raum? Ist unser Bild von dem ländlichen Raum nicht im Grunde auch noch ein sehr romantisches? Haben wir, wenn wir jetzt hier mal schauen, wie unter bestimmten Glas- und Plastiklandschaften unsere Lebensmittel produziert werden, ist das, was wir denken, wo wir wohnen möchten, wenn wir sagen, wir möchten gerne in eine ländliche Gemeinde ziehen? Ich möchte Sie einfach ein bisschen irritieren und durcheinander bringen, weil ich finde, das gehört auch zu dieser planetarischen Urbanisierung dazu, dass wir überprüfen müssen, ob unsere Kategorien tatsächlich noch so funktionieren. Und ich glaube, wir sprechen nicht nur von einer planetarischen Urbanisierung, sondern wir können gleichzeitig beobachten, dass wir eine Ruralisierung des Urbanen haben und dass diese beiden Sphären tatsächlich nicht mehr trennscharf nebeneinander liegen, sondern eben auf vielfältige Weise über Prozesse vernetzt sind, aber auch räumlich sehr viel dichter aneinander kommen. Und dieses Beispiel der Rooftop-Farm aus Manhattan ist vielleicht ein erstes Beispiel, was durchaus auch unter dieser Flagge einer neuen Intimität in meinen Augen segeln kann. Ich denke aber, wir sollten uns nicht damit zufrieden geben, jetzt diese Phänomene zu schildern und vielleicht erstmal diese Bildwelten zur Kenntnis zu nehmen, sondern ich denke, wir sollten uns tatsächlich auch fragen, was das im nächsten Schritt bedeutet. Welche neuen Verknüpfungserfordernisse, welche neuen Verknüpfungskulturen werden sich dahinter auch verbergen? Das heißt, wie verbinden sich diese unterschiedlichen Sphären? Wie organisieren wir das urbane System zukünftig? Welche Ströme braucht es, damit es funktionieren kann? Woher kommen Nahrung, Wasser, woher kommt die Energie, die die Städte brauchen? Und was sind die Produkte, die aus dem urbanen System wieder hinausgeworfen werden und wo landen sie eigentlich? Also diese Interaktionen zwischen dem urbanen und dem natürlichen System, glaube ich, sind eine ganz zentrale Fragestellung und sie wandeln auch tatsächlich unseren Blick auf das, wie wir Stadt verstehen, zunehmend. Das ist mein ganz, ganz starker Eindruck. Der urban-rurale Nexus spielt dabei auch eine Rolle. Wir kennen ihn ein Stückchen weit aus der Geschichte. Wir haben ihn immer viel betrachtet unter dem Gesichtspunkt der Migration. Also wer kommt aus der
vom Land in die Stadt. Aber ich glaube, wenn wir heute über den urban-ruralen Nexus sprechen, dann meinen wir genau diese Zusammenhänge. Was braucht die Stadt aus dem Ländlichen? Was nimmt die Stadt vom Ländlichen in sich selber hinein? Werden die Städte zu Produktionsorten? Auch das ist eine These gewesen, die auf dem internationalen Treffen der Agrarminister im Rahmen der Grünen Woche im Januar dieses Jahres ganz intensiv diskutiert worden ist und in ihrem anschließenden gemeinsamen Papier auch als eine Forderung verabschiedet worden ist. Auch das, finde ich, ist ein gewaltiger Meilenstein, dass die Agrarminister weltweit davon ausgehen, dass wir Städte auch als Produktionsräume zukünftig mehr sehen müssen. Also da sind wir raus ein Stückchen weit aus diesem Kontext, dass es sich um ein paar Ideen von ein paar verwirrten Urbaniten handelt. Rural-urbaner Nexus, dieser Terminus, hat es tatsächlich geschafft, wenn auch an fast hinterletzter Stelle, in die New Urban Agenda von Habitat 3. Ich glaube aber trotzdem, das ist wichtig, dass solche Begriffe auch irgendwo platziert sind, damit eben einfach ein Zusammenwirken der verschiedenen Ebenen, der Wissenschaft, der Praxis, aber auch der Politik dann funktionieren kann, um auch dazu neues Wissen zu generieren. Zweite Bemerkung. Wir sind auf dem Weg, das ist ja gar keine Frage mehr, wir sind auf dem Weg in die digitale Gesellschaft und ich glaube, wir sind auch dabei, neue digitale Raumkulturen zu entwickeln. Birgit Gebhardt, Trendforscherin vom Trendbüro und auch im Think Tank von der Bertelsmann Stiftung, sie sagt, ja klar sind wir auf dem Weg in die digitale Gesellschaft. Und wenn man versucht, das abzuschätzen, wo wir dort stehen, dann haben wir bei dem, was mit diesen neuen Technologien zukünftig vielleicht möglich ist, einen Stand von etwa 50% erreicht. Die besonders gut vernetzt sind, die sozusagen auf allen Ebenen, im Arbeitsprozess, privat, im Management ihres Smart Homes, alle Verknüpfungsmöglichkeiten nutzen, kommen auf 62%. Wir sind noch nicht bei 100%. Das kann ja jeder für sich mal überlegen, wo er sich da selber einordnet in dieser Skala, der Nutzung der Vernetzungsmöglichkeiten, aber von 50% gesamtgesellschaftlich auf eine 100% digitale Gesellschaft, da ist einfach noch eine Menge Luft nach oben, die dazu führen wird, dass wir uns einfach in der Stadt anders bewegen, in der Stadt anders organisieren und Stadt vielleicht auch anders nutzen. Es gibt diesen Begriff neuerdings des Homo Digitalis. Wir alle kennen den der Digital Natives. Wenn wir jetzt im Jahr 2056 sind, da muss man sich vor Augen führen, dass die erste Generation der Digital Natives, wenn ich das jetzt mal so einordne, das sind vielleicht die Studenten, mit denen wir hier den Workshop jetzt parallel machen, dass diese mehr oder weniger in Rente gehen, sofern das Rentenalter nicht nach hinten rutscht, weil wir ja alle fast 100 werden. Also gewisse Bewegungen und gewisse Unsicherheiten, das ist da natürlich drin. Aber das heißt, 2056 sind alle Digital Natives und wir werden Stadtraum eben auch unter Nutzung dieser Technologie uns aneignen. Noch haben wir da gewisse Schwierigkeiten mit. Das hier ist eigentlich als Gag gemeint gewesen von einer Plattenfirma in China, die das zunehmend zu Kollisionen kommt von denjenigen, die in ihrem Handy mehr Aufmerksamkeit widmen als dem öffentlichen Raum, dass diese einen anderen Teil des Gehweges benutzen können als diejenigen, die in den Stadtraum noch schauen. Das Ganze hat sich als einen sehr attraktiven Ort entpuppt und ist vielfach fotografiert und um die Welt geschickt worden. Und der schwedische Designer Jakob Sempler ist selber wegen seines Handys beinahe Opfer eines Autounfalls geworden und hat daraufhin diese Schilder entwickelt, wo eben viele
Personenverkehre sind und wo auch Autofahrer verstärkt damit rechnen müssen, dass wir unaufmerksame Fußgänger haben. Ich glaube, das sind erste Gehversuche, wie wir mit diesem Medium umgehen. Es wird aber auf jeden Fall dazu führen, dass wir in vielen Bereichen uns anders organisieren. Ich glaube, der Bereich, wo wir es am weitestgehenden gegenwärtig schon diskutieren, und das hat natürlich auch mit der Dynamik zu tun, die diese Technologie in dieser Industrie zur Folge hat, ist der Verkehrsbereich und der Mobilitätsbereich. Also dieses schnelle Switchen zwischen den unterschiedlichen Verkehrsmedien wird es uns erleichtern, Räume ganz anders zu überwinden. Wir können aber auch, oder wir überlegen, oder es wird auch diskutiert, ob das nicht auch wieder etwas ist, was zu einer Gentrifizierung in den Städten führt oder zu einer Gentrifizierung der Ränder führen wird. Das heißt, ist es vielleicht in den Städten, in den Kernen der Städte sehr gut möglich, hier diese Nahtlosigkeit zu haben und damit auch eine Reibungslosigkeit zu haben? Was bedeutet es aber für einen Ort wie Freiburg? Und was bedeutet es für den Ort, wo die neue Umgehung gebaut wird? Gentrifizierung der Ränder, bedeutet das, dass diejenigen, die in der Innenstadt nicht mehr wohnen können, weil die Mieten so teuer sind, am Stadtrand wohnen und dort aber auch ein Auto brauchen, weil eben diese Nahtlosigkeit dort nicht so gegeben ist? Ich finde, das sind sehr spannende Fragestellungen, die wir einfach im Auge behalten sollen und die durch diese weitere Verbreitung und Eindringen dieser neuen Technologien in unser Leben einfach eine ganz gewaltige Rolle spielen werden. Selbstfahrende Automobile. Ich würde mich nicht getraut haben, das jetzt anzusprechen, wenn ich nicht vor wenigen Wochen im Zusammenhang mit einem Kolloquium in der IBA Heidelberg einen äußerst leidenschaftlichen Vortrag von Carlos Ratti gehört hatte, der über neue Infrastrukturen und neue Mobilitätskonzepte gesprochen hat und der gesagt hat, wir werden einfach in Städten leben, die nicht mehr Stadtteile sind, sondern Teilstädte, weil die Shared Economy eine größere Rolle spielen wird. Und in dieser Shared Economy wird auch das Automobil, das selbstfahrende Automobil, eine Rolle spielen. Wir hatten dann eine sehr intensive und, wie ich fand, äußerst spannende Diskussion in einem großen Bürgerforum, ob denn diese selbstfahrenden Automobile bei Bedarf eigentlich dazu führen, dass wir ein emissionsärmeres, rationaleres Verkehrsverhalten haben oder ob es dazu führt, dass die Fahrwege noch gewaltig und exponentiell ansteigen. Auch das wissen wir nicht und es hängt davon ab, welche Regeln wir letztendlich finden werden, wie wir diese neuen Medien und diese neuen Technologien nutzen. Eine Behauptung, die dahinter steht, ist, dass wir den öffentlichen Raum in den Städten komplett anders nutzen können. Und ich mochte hier diese Eintragung immer ganz gerne, okay, ich bin für autonomes Fahren, wenn dann die Straßenräume aussehen, wie sie hier aussehen. Also das heißt, wenn wir den öffentlichen Raum, nehmen Sie es mehr als Sinnbild, nicht als Gestaltungsvorschlag, wenn wir den öffentlichen Raum in einer ganz anderen Art und Weise nutzen und aneignen können. Was steckt dahinter? Ist es tatsächlich eine Option oder lassen wir uns hier auch verblenden? Ich glaube, das ist Teil einer neuen digitalen Raumkultur, die wir verhandeln und wir werden in vielen Ebenen und auf vielen Ebenen diese digitale Raumkultur entwickeln. Ein Beispiel, was ich gerne noch nennen möchte in diesem Zusammenhang, ist das New Plaza Program von New York, die als ein Nachbarschaftsprogramm neue Stadtplätze anlegen durch die Nachbarschaften und die dann auch ein entsprechendes Training machen, dass die Unterhaltung und Pflege dieser Nachbarschaften auch in den Händen der Nachbarschaft, dieser Plätze in den Händen der Nachbarschaft verbleibt. Also Neighborhood Plaza Partnership. Und die Identifikation, welche Plätze eigentlich überhaupt umgestaltet werden sollen in diesem Programm, ist komplett über digitale Medien
gelaufen. Das heißt, sie konnten Plätze vorschlagen, das Voting dafür, ob die Nachbarschaften zugestimmt haben, dass es dieser Platz sein soll, der umgestaltet wird oder nicht. All das erfolgte über die digitalen Medien. Und die vielleicht populärste Form, an die wir uns ja schon gewöhnt haben, die aber auch einen Niederschlag eben im öffentlichen Raum hat, ist der Flashmob. Hier ein Beispiel von diesem Sommer. 200 Teilnehmer haben sich in Berlin-Friedrichshain auf der Frankfurter Allee für ein paar Minuten versammelt, um gegen den weiteren Ausbau der A100 zu protestieren. Wie verändert sich also unsere Nutzung des Stadtraumes, unsere Gestaltung, auch an der Flächenbedarf, wenn wir tatsächlich die digitale Technologie weiterentwickeln? Und wie verändert der Homo Digitalis die Landschaft? Ich glaube, das ist ein Bild, was Sie nicht so ganz begeistern wird, weil auch in der Landschaft haben wir durch die digitale Entwicklung durchaus autonome Gefährte, Trecker, die ihren Weg alleine finden, Bewässerungskonzepte, die am Rechner entwickelt werden. Die Digitalisierung der Landschaft ist ein Prozess, der parallel läuft, vielleicht parallel zu dem Prozess, den wir gerade vernehmen konnten von unserem Gast aus Madrid und unserem Vorredner. Was ich meine ist, dass wir noch ganz am Anfang stehen, überhaupt zu verstehen, welche räumlichen Auswirkungen diese neue Technologie hat, konkrete räumliche Auswirkungen. Und wenn wir überlegen, welche Veränderungen zum Beispiel die Erfindung des Fahrstuhls gebracht hat, im Möglichen die Stadt vertikal zu entwickeln, oder welche Veränderungen die Erfindung des Autos gebracht hat, dass die Stadt sich horizontal entwickelt hat, dann bin ich sehr neugierig darauf, und ich glaube, da müssen wir einiges tun, um es wirklich auch zu verstehen und mit den Entwicklungen Schritt zu halten. Was macht im zeitlichen und im räumlichen Gebrauch und im sozialen Gebrauch das Smartphone und alle daran geknüpften Medien zukünftig? Last but not least noch einmal zurück zu Carlo Ratti, der einfach auch sagt, wir müssen uns an noch einen weiteren Schritt gewöhnen, nämlich wir werden Augmented Reality haben. Wir werden das, was wir in der Stadt gerne haben möchten, uns über unsere Smartphones und Tablets in die Stadt holen. Und ja, es ist spannend zu beobachten, wie erste Studenten kommen mit den Vorschlägen, Masterarbeiten oder Abschlussarbeiten darüber zu schreiben. Was könnten Entwürfe sein, wie sehen Stadträume aus, die man einmal physisch 1:1 analog nutzen kann und die sich gleichzeitig benutzen lassen über Augmented Reality. Ich bin mir sicher, darüber werden Sie diskutieren, wenn Sie sich 2056 hier wieder treffen. Das Anthropozän, meine dritte Bemerkung. Es ist eben auch schon angeklungen, die Menschheit ist zur geologischen Kraft geworden. Sie verändert die Erde und die Substanz. Und damit sind wir in eine neue Ära eingetreten. Und mich hat sehr fasziniert, wie diese Setzung dieses Begriffes, was so lange ja noch nicht her ist, durch Krusen, wie die Setzung dieses Begriffes doch zu einer Dynamik geführt hat, dass wir unser Wissen hinterfragen. Nicht wenige Veranstaltungen und Konferenzen sind seitdem gelaufen, die gesagt haben, unser jetziges Wissen ist eigentlich zu begrenzt, um mit den Fragen umzugehen, die wir durch das Anthropozän vielleicht beginnen zu verstehen. Und es ist einfach ein Startschuss auch hier gewesen, dass wir in eine neue Wissensproduktion eingetreten sind. Und auch diese Wissensproduktion steht für eine andere Intimität, für eine andere Verknüpfung. Wir haben nämlich ein Stückchen weit das Erbe angetreten,
dass wir die Welt ja separiert haben. Und wenn Sie einen Blick werfen in unsere Hochschulen und wie unsere Universitäten aufgebaut sind, dann sind es einfach Institutionen, die sehr, sehr stark diese Separierung, die wir ja eigentlich die letzten Jahrhunderte mit der Entwicklung auch unserer gesamten Wissenschaften betrieben haben, die diese Separierung widerspiegeln. Wir haben die klaren Ordnungen und diese Ordnungen stellen uns aber ein nur zu begrenztes Wissen zur Verfügung, um mit den Herausforderungen eben des Anthropozäns wie dem Klimawandel umzugehen. Das heißt, wir hinterfragen auch aktuell diese Kategorien und es kommt zu einer Neubewertung von Zusammenhängen und dem neuen Identifizieren von Interaktionen. Und da sind wir wieder ein Stückchen weit bei diesen Fragestellungen, die ich aufgerufen hatte, ganz am Anfang bei dem Punkt, wie interagieren das urbane und das natürliche System eigentlich? Was passiert dort und was sind die Stellschrauben, an denen wir drehen können, um diese Interaktion in ein besseres Funktionieren und in eine langfristigere Tragfähigkeit zu bringen. Es bedeutet aber auch, und da habe ich dem Vortrag gestern Abend aus China mit größter Aufmerksamkeit zugehört, es bedeutet aber auch, dass wir die Erde ein Stückchen besser verstehen. Es gab das sehr interessante Campusprojekt am Haus der Kulturen der Welt in Berlin, die sich über 2 Jahre gefördert von der deutschen Bundesregierung mit der Frage beschäftigt haben, welches Wissen brauchen wir im Anthropozän, und sehr gemischt Wissenschaftler aus aller Welt, darunter auch eine Reihe von Architekten und Landschaftsarchitekten eingeladen haben, um das zu diskutieren. Es ist für mich eine der spannendsten Veranstaltungen der letzten Jahre gewesen, die ich überhaupt mitbekommen habe, weil ich fand, dass dort wirklich in sehr offener Weise die Fragen aufgerufen worden sind und versucht worden ist, Brücken zwischen verschiedenen Disziplinen zu bauen. Und eine der Fragen war, muss die Erde eigentlich uns lernen, also die menschliche Spezies lernen, oder muss die menschliche Spezies auch ein Stückchen weit die Erde wieder lernen? Also das Ohr an die Erde legen. Ein Film, der diesen Aufruf aufgenommen hat, das Ohr an die Erde legen, ist ein Film der sogenannten Otolith-Gruppe, die einfach ein Video gedreht haben über San Francisco. Und Sie wissen, San Francisco ist die Erdbebenregion und wir spekulieren immer, wann das nächste große Erdbeben kommt, was dort eben auch in dieser kompakten urbanen Region dann erheblichen Schaden anrichten wird. Und diese Gruppe hat aber nichts anderes gemacht als einen relativ langen Film mit einer Einstellung auf diese menschliche Infrastruktur in den Bergen vor San Francisco zu legen. Und Sie hören dort nichts außer die Autogeräusche und hin und wieder ein bisschen ein Knacken in den Bergen. Und Sie sitzen und warten eigentlich, dass jetzt das Erdbeben kommt. Und dann fangen Sie an, so ein bisschen über Ihre Spekulation nachzudenken. Ist es eigentlich okay, dass ich jetzt hier sitze und warte, dass das Erdbeben kommt? An was haben wir uns gewöhnt? Wie spektakulär muss die Welt sein? Und wie verstehen wir die Erde? Und wie verstehen wir auch die Zeitrhythmen der Erde? Das ist eine Frage, die extrem aufgerufen wird im Zusammenhang mit dem Anthropozän, dass wir lernen müssen, in anderen Zeitzyklen zu denken. Sie haben auch über andere Zeitzyklen gesprochen, was die Besatz der Spezies angeht, also Deep Time und Deep Ground. Und ich war völlig fasziniert, gestern Abend dann auch von der Deep Form zu hören. Ich glaube, dann haben wir die 3 Komponenten zusammen, die wir brauchen, um auch das Entwerfen vielleicht wieder in einen anderen Rahmen zu stellen. Rahmen ist ein wichtiges Stichwort für meine 4. Bemerkung. Und Sie verzeihen mir diese Behauptung hier, aber wir sollten ja mutig sein. Ich möchte über Hyperobjekte kurz sprechen und dann auch über das Ende der Landschaft. Hyperobjekte. Hyperobjekte ist ein Begriff, der aus den USA zu uns
rüberschwappt, nachdem wir uns jetzt drei Jahrzehnte intensiv mit systemischen Ansätzen beschäftigt haben, mit den Prozessen. Endlich steht es in unseren Curricula, endlich glauben uns die Studenten, dass Prozesse entwerfen Sinn macht, und dann taucht am Horizont das Objekt wieder auf. Aber nicht als das Objekt, wie wir es gewohnt sind, oder nicht nur als das Objekt, wie wir es gewohnt sind, sondern als das sogenannte Hyperobjekt. Und das Hyperobjekt ist das Objekt, was nur eine gewisse Verwirrung stiftet, was sich aber doch auch erklären lässt. Wenn Sie auf dieses Bild schauen, dann würde jetzt Timothy Morton, der sich mit diesem Begriff außerordentlich intensiv beschäftigt hat, sagen: Okay, Sie verstehen, Sie stehen im Regen. Und Sie verstehen auch, dass es vielleicht ein besonders heftiger Regenfall ist, dieses Heavy Rain Event, die wir vor ein paar Jahren noch nicht in dieser Häufigkeit in unseren Städten hatten. Sie verstehen auch, dass das vielleicht was mit Klimawandel zu tun hat. Sie verstehen aber trotzdem nicht, was Klimawandel ist. Das sind Hyperobjekte. Klimawandel wäre ein Hyperobjekt. Digitalisierung in diesem Sinne ist auch ein Hyperobjekt. Urbanisierung ist auch ein Hyperobjekt. Timothy Morton sagt weiter: Durch Hyperobjekte erkennen wir die gegenseitigen Einflüsse und spüren die Zusammenhänge. Wir spüren die Zusammenhänge. Ich finde es wichtig, dass er das so ausdrückt, dass wir die Zusammenhänge spüren, weil wir verstehen sie nicht. Und ich glaube, dass das wiederum ganz, ganz viel auch mit bestimmten Kompetenzen zu tun hat, wie wir in der Landschaftsarchitektur mit bestimmter Problembewältigung und im Entwurf mit Problembewältigung umgehen können. Da ist eine enge Brücke zu dem, was Entwurf bedeutet, weil wir nicht alle Zusammenhänge rational erfassen können und zusammenbringen können. Hyperobjekte sind riesig und dauerhaft. Da ist diese Deep Time drin, die dauern meistens sehr lange. Und selbst wenn wir irgendwann das Wachstum der urbanen Bevölkerung erreicht haben, dann wissen wir noch, wird es Städte auf ewige Zeiten oder lange Zeiten auf diesem Planeten hier geben. Hyperobjekte sprengen unsere Vorstellungen von Raum und Zeit. Und er sagt auch, Hyperobjekte würden nicht in ein Landschaftsgemälde passen. Und, das ist natürlich ein bisschen fies, sie bringen einen nie in die richtige Stimmung und schon gar nicht in eine wirklich gute. Ja? Also Gestimmtheit, Landschaftsgemälde. Das hat jetzt verdammt viel mit der Frage zu tun, wie wir Landschaft sehen und wie wir sie sehen gelernt haben. Und Sie wissen, dass wir eine sehr europäische Geschichte, eine sehr westliche Geschichte im Gepäck haben, wie wir Landschaft sehen gelernt haben. Und dass der immer zitierte Meilenstein ist, als Petrarca 1336 auf den Mont Ventoux gestiegen ist, den Mont Ventoux nicht bestiegen hat, weil er militärischer Späher war, sondern um des ästhetischen Naturgenusses wegen. Das heißt, er ist darauf gestiegen und hat etwas gemacht, was bis dahin eigentlich nicht, heute würden wir sagen, zu unseren Praktiken gehörte, nicht zu unseren kulturellen Praktiken gehörte, was nicht üblich war, was aber dazu geführt hat, dass wir eben dieses Verständnis von Landschaft entwickelt haben, dass es das vor uns liegende Objekt ist und dass wir eben, und keiner hat es so fantastisch auf den Punkt gebracht, wie Caspar David Friedrich dann in der Romantik mit seinen Rückenbildern, dass wir als das vorliegende, vor uns liegende Objekt betrachten. Also ich das Subjekt und es das Objekt, die Landschaft. Timothy Morton sagt, wenn wir Hyperobjekte ernst nehmen, ist Schluss damit. Er plädiert für die Zero Landscape. Und Zero Landscape meint die Landscape auf Augenhöhe. Also letztendlich die Aufgabe, zwischen der ersten und dritten Person zu trennen. Wir sind die Landschaft und die Landschaft sind wir. Wir sind im Objekt und wir sind nicht mehr in dieser Trennung. Er nennt es die Zero Landscape. Diese Haltung und diese veränderte Haltung, glaubt er, dass es dazu führen kann, dass wir andere Beziehungen
dechiffrieren können und dekodieren können. Und damit würden wir ein ganz neues Wissen über Verhältnisse in die Welt setzen. Und er macht das immer, finde ich, sehr anschaulich. Und darum sehen Sie dieses Bild hier an dem Beispiel, damit wir es verstehen und damit wir vielleicht auch lernen, damit anders umzugehen, am Beispiel von einem Menschen, der im Swimmingpool ist. Da kann man sagen, ich springe in den Swimmingpool und das sind die beiden Objekte. Oder man kann aber auch, man kann es mehr so lesen, was passiert, welche Interaktion passiert zwischen Wasser und Mensch in dem Pool. Ich verdränge das Wasser, ich atme meine Luft aus in das Wasser berührt meinen Körper, vielleicht erzeugt es eine Gänsehaut. Und wenn wir dieses Bild nehmen, was sind diese Prozesse und was sind diese Interaktionen und das vielleicht auf die Stadt übertragen, ich glaube, dass wir einmal dann wirkliche Interaktionen und Austauschprozesse anders dechiffrieren. Ich glaube aber auch, dass wir zu einer anderen Ästhetik kommen. Und das ist dann auch die Ästhetik, von der Timothy Morton sagt, dass sie die Distanziertheit überwindet. Er sagt, die Auseinandersetzung mit Hyperobjekten wird dazu führen, dass wir eben nicht mehr diese ästhetische Distanz zu etwas haben, was wir betrachten, sondern dass wir im Objekt sind. Das Flussbad in Berlin, ein sehr umstrittenes Projekt und ich glaube gerade so umstritten, auch in der Stadtgesellschaft, weil alle spüren, dass es etwas von dieser Sprengkraft hat, dass wir Natur und Stadt ganz anders zusammendenken. Wir haben das auch in der Lehre versucht. Wir haben mit den Texten von Timothy Morton gearbeitet, am Beispiel der IBA Thüringen. Und wir haben versucht, Szenarien zu entwickeln für 2050. Was bedeutet es, wenn wir im Objekt leben? Ich möchte Ihnen das jetzt hier im Detail nicht vorstellen, aber es sind spannende Projekte entstanden über das Leben in der Steckdose, hat eine Gruppe es genannt. Also wie würden wir uns organisieren, wenn wir uns als Teil, als unmittelbarer Teil dieses Prozesses verstehen? Und können wir daraus auch einen anderen Code, eine andere Codierung für bestimmte Orte entwickeln? Wir sind in sehr spannende Diskussionen getreten und das ermutigt mich auch, diese Diskussionen aus dem letzten Semester hier so vor Sie zu treten und zu sagen, ja, lasst uns überlegen, ob es das Ende der Landschaft bedeutet, wie wir sie gelernt haben, wie wir sie auch über die Landschaftsmalerei gelernt haben, ja, in einem jahrhundertelangen Prozess Landschaft eben als Bild zu sehen und uns stattdessen in die Landschaft, ins Objekt zu begeben. Leben im Fluss, so ein zweites Szenario, was nochmal versucht hat rauszukitzeln, welche Zukunftsfähigkeit eigentlich der ländliche Raum hat, wenn wir ihn eben auch nicht in dieser Getrenntheit von unseren urbanen Netzwerken sehen und wenn wir ihn interpretieren als Leben im Fluss. Und ich bin sehr neugierig auf die Ergebnisse, die wir haben in dem Workshop. Wir haben ja gestartet mit Udo Weilachers, in unserer Gruppe zumindest, mit Udo Weilachers Hinweis, geht raus in die Landschaft, begebt euch in die Landschaft, macht ein Picknick, ja, ein Picknick, was euch wirklich mit dem Boden auch verhaftet. Und ich freue mich total auf die Diskussionen, die wir haben werden. Ist Picknick weit genug? Oder hätten Sie jetzt irgendwie sich noch anders connecten müssen mit Boden, Wasser, Luft in diesen Räumen? Hätten Sie nicht nur den Horizont betrachten müssen, sondern andere Prozesse? Und was kann man vor Ort rausfinden und wozu braucht man dann doch andere Informationen und wo bekommen wir die her? Das möchte ich gerne diskutieren heute, morgen, übermorgen hier in diesem Workshop. Also ist das Anthropozän schön? Welche neue Ästhetik entsteht, wenn wir das wirklich zu Ende denken? Das sind große Fragen, die vor uns liegen. Fünfte Bemerkung. Wandel der Wissenskulturen. Das bricht jetzt runter oder geht zurück auf das, was Landschaftsarchitektur eigentlich kann und was Landschaftsarchitektur auch dazu beitragen kann, was wir an neuem Wissen brauchen, wenn wir diese verknüpfte Welt denken wollen. Landschaftsarchitektur kann Orte gestalten, kann Orte physisch verändern, kann Orten einen bestimmten Ausdruck geben.
Das ist eine ganz, ganz große Potenz, eben dieses wirklich in eine Aktion kommen, in eine Aktion zu kommen, die dann physisch Lebenswelt verändert. Aber mit welchen Bildern tun wir das und welche Geschichten erzählen unsere Projekte und welche Daten verarbeiten wir im Hintergrund? Auch da bin ich, wenn ich jetzt auf die nächsten 40 Jahre denke, der sehr deutlichen Auffassung, dass etwas, was im Moment noch so auseinandergeht, in einer anderen Art und Weise zusammenkommen muss. Wir werden über die digitale Entwicklung sehr, sehr viel mehr an Daten, an diesen berühmten Big Data generieren und wir werden das auch tun für das, was unsere urban natürlichen Verknüpfungen sind. Wir haben es gestern in den Grußreden auch gehört, dass wir aber immer nur Modelle füttern mit diesen Big Data, die erdacht worden sind. Ich bin der festen Auffassung, obwohl das eine sehr schwierige Diskussion ist, die wir auch sehr intensiv an unserer Fakultät führen, wir müssen auch aus unserer Perspektive eben des verändernden Denkens eines Entwerfers und Architekten mit an der Entwicklung dieser Modelle arbeiten. Weil es wird über diese Prozesse derart viel an Daten in die Welt gesetzt werden, dass wenn wir die falschen Modelle anfangen zu füttern, wir, glaube ich, auch dann wieder sehr diskutieren müssen, welches Bild von der Welt machen wir uns eigentlich. Und dann müssen wir auf der anderen Weise eben schauen, wie wir diese Big Data tatsächlich mit konkreten Projekten in Verbindung bringen und wie wir diese Big Data übersetzen in konkrete Lösungen und konkrete Projekte. Und das ist das, was ich in meiner eigenen Forschung in sehr intensiver Art und Weise mache, nämlich zu fragen, wie kann Forschung oder was ist ein Forschungstyp, der transformative Forschung ist. Also der tatsächlich auch darauf abzielt, Lebenswelt konkret zu verändern. Da gibt es diesen sehr sperrigen Begriff der Transdisziplinarität zu, der, wenn wir ihn mit dem Entwerfen verknüpfen, eben im Grunde nicht meint, dass wir mit Verkehrsplanern, Wasserplanern und Ähnlichem zusammenarbeiten, sondern in der Wissenschaftstheorie steht transdisziplinäres Entwerfen ja dafür, dass es den Schritt macht aus der Forschung, aus der Entwicklung von bestimmten Ansätzen in die reale lebensweltliche Veränderung und sogar noch ein Stückchen weiter, dass es diese Lösungen zusammen mit Partnern aus der Lebenswelt, also mit den späteren Nutzern oder mit den Farmern, wie wir es gestern auch gehört haben, zusammen entwickelt. Es ist aber Wissen und Entwerfen ist Wissen darüber, wie die Welt sein könnte, nicht wie sie ist. Und darum können wir die Entwurfslösungen natürlich auch nicht aus diesen Big Data gefütterten Modellen rausholen. Ich glaube aber, dass es eine riesige Herausforderung ist, um in diese Veränderung zu kommen, um in die Aktion zu kommen, dass wir tatsächlich diese Kompetenz der Landschaftsarchitektur auch einbringen, diese transdisziplinäre Kompetenz der Landschaftsarchitektur und dass wir sie auch in einem wissenspolitischen Kontext, der natürlich sehr viel mehr an Fördermitteln und Kapazitäten in den Big Data-Bereich packt, dass wir diese Kompetenz des Entwerfens generell, aber jetzt gerade eben auch bezogen auf die großen Umweltfragen des landschaftsarchitektonischen Entwerfens hochhalten und auch laut vertreten. Weil ich glaube, dass wir da wirklich einen gewaltigen Beitrag leisten können für zukünftige Entwicklungen. Wir probieren es und das ist auch eine wichtige und interessante Erkenntnis. Selber konkret, Regine Keller hatte es angesprochen eingangs, in einem Forschungsprojekt, was vom BMBF-Ministerium auf 5 Jahre angelegt ist, mit sehr vielen Millionen gefördert wird, wo sie sehr unterschiedliche Disziplinen und Stoffströmanalytiker zusammengepackt haben. Wir entwickeln ein Modell für 3 Städte weltweit, erfassen ihre gesamten Stoffströme, machen Unmengen von Haushaltsbefragungen, fragen uns aber auch, wo können konkrete Anknüpfungspunkte vor Ort sein? Also wie kann man anfangen, Stoffströme anders zu organisieren? Welche Infrastrukturen brauchen wir dafür? Und wie viele soziale Komponenten sind in zukünftigen Infrastrukturen? Weil wir nicht mehr an die großen technischen Ingenieurslösungen glauben.
Das heißt, diese große Frage des Modellierens kann auch mit ganz konkreten Räumen verknüpft sein und auch mit der Veränderung von ganz konkreten Räumen. Hier nur, um ein Beispiel zu nennen, ein Wasserkiosk in einer informellen Siedlung in Kigali, wo alle dort, die keinen Wasseranschluss in ihrem Haushalt haben, hingehen müssen, um ihre Kanister vorne, sehen Sie so einen gelben Kanister mit Wasser zu füllen. Dieser Ort ist ein sozialer Treffpunkt, trotz aller Erschwernis, die diese Art von Wasserversorgung mit sich bringt. Und Befragungen hatten ergeben, dass die Bewohner dieser Stadt sich so gerne etwas Licht im öffentlichen Raum wünschen, weil dieser Ort nachts dunkel ist, weil es eben keine öffentliche Stromversorgung gibt. Wir haben zusammen mit oder im Rahmen von einer internationalen Summer School eben diesen Wasserkiosk als ein Objekt, da sind wir wieder bei den Objekten genommen, haben ihn in Stand gesetzt, haben ihn mit einem Solarpanel versehen, wohl wissend, dass das ein Mikro-Mikro-Mikro-Projekt ist, dass dieses Mikroprojekt aber wie eine Stellschraube fungieren kann, um bestimmte Verknüpfungen herzustellen und Systeme miteinander in Bezug zu setzen. Und das ist das, wo wir in den weiteren Prozessen dran arbeiten. Die letzte und sechste Bemerkung. Wenn Sie sich die Sachen, die ich in den sechs Bemerkungen, in den bisherigen fünf Anmerkungen angesprochen habe, Revue passieren lassen, dann glaube ich, ist deutlich geworden, dass es immense Aufgabenfelder gibt, in hoher Komplexität, das sagen wir oft, aber auch in einer hohen weiteren Wissenserfordernis. Und damit meine ich Wissen, das Entwerfen und die Praktiken, die Techniken, die Kunst des Entwerfens auch einbezieht, dass wir ganz enorme Wissensbedarfe haben. Und ich finde es schon spektakulär, wie klein die jeweiligen Institute ausgestattet sind, wie klein sie personell sind, die sich diesen gewaltigen Themen letztendlich widmen müssen. Wir arbeiten alle in Netzwerken, wir arbeiten vor allen Dingen auch immer stärker interdisziplinär. Ich würde aber trotzdem gerne in die Diskussion bringen, ob nicht auch mit dem Blick auf 2056 die Art und Weise, wie wir Wissen nicht nur forschend generieren, sondern wie wir Wissen auch vermitteln, sich in anderer Weise organisieren wird. Und ich weiß nicht, wenn ich meinen Blick an meine Heimatfakultät werfe, in Berlin, was bekanntermaßen ein nicht sehr gut finanziell ausgestattetes Bundesland ist, dann steht nicht zu erwarten, dass wir gewaltige Schritte nach vorne machen in der Ausstattung des Instituts für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung, wie wir bei uns heißen. Wir haben gestern diskutiert, dass es die große Vision gab, dass München eigentlich, um diese Felder abzudecken, und ich glaube, in den 10 Jahren sind sogar noch weitere dazugekommen, dass es eigentlich 12 Professuren gebraucht hätte, um nur ansatzweise diese Themen behandeln zu können und sie auch mit einer gewissen Kompetenz behandeln zu können. Weil wir sind ja auch in einem gewaltigen, und auch das gehört zu den gegenwärtigen Rahmenbedingungen, in einem gewaltigen Konkurrenzkampf. Wo wird welches Wissen generiert? Wer spielt überhaupt noch mit? Und wer hat ein Stückchen weit die Nase vorn? Dann wissen Sie, dass ganz, ganz viel von neuem Wissen immer noch aus Harvard kommt. Ich glaube, dass sehr viel neues Wissen, auch was unseren Bereich betrifft, zukünftig aus China und dem gesamten asiatischen Raum kommen wird. Und ein Kollege im benachbarten Bereich in Heidelberg sagte mir in einem Gespräch, was wir am Rande eben der IBA, die das Thema hat Wissenschaft statt, geführt haben, ist doch klar, dass wir gefressen werden, wir wissen nur noch nicht von wem. Auch das ist eine Perspektive von 2056. Und da muss ich ganz egoistisch sagen, ich fände es gut, wenn wir diese Art von Wissenschaftskannibalismus noch ein Stückchen weit hinauszögern könnten. Also macht es vielleicht Sinn, dass wir auch darüber nachdenken und
vielleicht ist das in der Lehre sogar etwas einfacher als in der Forschung, dass wir zu neuen Formen der Kollaboration kommen, was wir ja von unseren städtischen Bewohnern und in der Raumproduktion auch immer einfordern. Wir kollaborieren. Wären das nicht auch Gedanken, die wir uns im Wissenschaftsbereich einmal machen sollten? Können wir uns vorstellen, dass wir Kurse anbieten, die bestimmte Themen spezifizieren, die einen Stoffstrom ins Visier nehmen, die die neue Ästhetik des Anthropozäns mit ins Visier nehmen, die informelle Lösungen in informellen Siedlungen mit ins Visier nehmen, die explorative Formen, weil wir wissen ja, wir wissen nicht, welche Antworten wir geben sollen, die explorative Methoden ins Visier nehmen. Ich weiß, dass an den ganzen Fakultäten, wo Landschaftsarchitektur gelehrt wird, es Kollegen gibt, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Wir werden das aber nie in der Bandbreite anbieten können. Also mein letztes Plädoyer für neue Intimität ist, neben den urban natürlichen Verknüpfungen und den Sein in den Hyperobjekten, das Plädoyer für eine neue Intimität zwischen den Instituten, die Landschaftsarchitektur lehren, und dass wir unsere Scheu, unsere teilweise auch wissenspolitische Scheu, die uns eingeimpft worden ist, ein Stückchen weit überwinden. Und ich würde Sie gerne einladen, ich würde Ihnen gerne 56 Tage Bedenkzeit lassen und diejenigen, die Interesse haben, diese neue Intimität einzugehen, gerne nach Berlin einladen vor Weihnachten, damit wir das mal diskutieren können. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören.